Herzlich willkommen zu 1000 BSTV, zur nächsten Folge des schnellen Quartetts, diesmal mit der Honda Fireblade RRRSB. CBR 1000 RRR Fireblade SB. So nennt sie Honda und jetzt kommt der drittes R dazu. Was ist bei der nächsten Fireblade? 4R, aber für 5R? Aber was ganz wichtig ist, Fauli, bleibt's dran. Bravo, Fauli! Das war richtig, das war mal ein Intro. Eine ewige Liebesgeschichte. Ich bin ja seit der zweiten Generation bin ich jede Fireblade gefahren und niemals hat Honda so ein unvorstellbar kompromissloses Eisen hergestellt. Jetzt muss man sagen, irgendwie zu einer ungünstigen Zeit, wo es halt wahnsinnig viel über diesen Lärm reden, das ist natürlich momentan für die Fireblade kein großes Glück, weil sie hat einen echten Sound, sie hat einen wirklichen Sound, sie hat halt auch eine wirkliche Leistung drinnen. Wir haben da 217 PS, das war bei einer Fireblade natürlich noch nie, das ist mit Abstand die stärkste Fireblade. Weißt du, bei welcher Drehzahl die Leistung hat? 13,5 und irgendwo habe ich auch 218 gelesen. Aber Honda gibt das, was ich jetzt weiß, 217, das ist natürlich Blunzen. Es ist die stärkste zurzeit, bis auf diese ganz exklusiven Versionen von einer Panigale V4R oder so, die hat dann mit einem Agapovic Sonderauspuff, der eh nicht legal ist, der noch weniger legal ist, sagen wir es so, weil der Spruch von der Fireblade, Viere Blade, sage ich, ist ganz lustig. Aber es ist jetzt gemein, da Scherze zu machen, weil die ist jetzt echt ernst. Und ich habe nicht zum Spaß meinen Shoei Xperia 3 Mark Marquez, erstes A hast du gesagt, weil Marquez heißt ja irgendwie Graf. Der Graf. Also Marquez, der Graf, der hat sie ja auch wenn, na, muss man schon sagen, 12 Nägel im Oberarm rechts und fährt schon wieder, auch wenn er jetzt sozusagen WO geben musste beim zweiten Jerez-Rennen, der hat sie zu einem gewissen Teil mitentwickelt. Also wie viel er gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich so ein Werbevideo gesehen, wo der Marquez auf der Fireblade gefahren ist und irgendwie nehme ich es ihm ab, dass es ihm Spaß gemacht hat. Auch wenn seine Orge RC 213, na wie heißen sie? V? 213V. RC213V. Ja, wurscht. Ja. Die wird ihm wahrscheinlich mehr Spaß machen. Aber wurscht. Er ist gefahren damit, er hat es irgendwie in einer gewissen Weise mitentwickelt. Das zeigt, wie wichtig Honda dieses Superbike-Geschichtli ist. World Superbike wollen sie jetzt endlich aufmischen. Und dann ist dieses Ding rausgekommen und ich bin begeistert. Also ich bin beim Büro in der Stadt ein bisschen herumgejundert. Da bringt es nichts. Weil, und da ist echt eine Sache, die einzige, die mich ein bisschen stört, die kommt erst, ich hätte gesagt, bei 6.500 Touren drunter, ist wirklich sehr wenig oder fast nichts. Und das ist schon verwunderlich. Und dann brüllt die Org los. Es ist so laut.
Aber das ist es eigentlich, weil dann ist infernalisch und geht weiter und weiter und du glaubst nicht, dass das so weitergehen kann, aber es tut es einfach, weil du denkst, na, irgendwann muss Schluss sein, aber das ist so stark und auch alle anderen Komponenten, also von dem Quartett hier muss ich sagen, tatsächlich das beste Gesamtpaket, das Fahrwerk, also Öhlens vorne, hinten verstellbar, dermaßen harmonisch, gut abgestimmt und auf der fühle ich mich wohl, da sitze ich gut drauf, die Lenker, Positionierung erinnert mich ein bisschen an die erste Panigale Ducati, ein bisschen breiter, ein bisschen gerader vor, ja. Nicht unangenehm, ja. und alles so präzise. Es ist eine echte Honda, es ist ein Motorrad, wo du dich draufsetzt, wohlfühlst, wenn halt nur das nicht wäre mit diesem so spät kommenden Motor, dann ist es natürlich ein Wahnsinn, dann geht das ab wie Raketen und da ist echt jetzt das, ich sage einmal, die letzten Hightech-Features, die es gibt, sind da einfach alle drinnen. Ja. Eben in der SB, ja. Mit dem Fahrwerk auch noch Öhlins, elektronisch, ja. Verstellbar. Das ist ja nur, Alter, Wahnsinn. Ja. Kostet halt auch ein Vermögen, aber die ist es auf alle Fälle wert. Und die wäre es auch, vor allem in der SB-Lackierung. Das schaut so schön aus, weil die gibt es ja auch in Schwarz, glaube ich. Da stinkt sie für mich voll ab. Schaut überhaupt nicht spektakulär aus. Aber in der Lackierung, pipi-fein. Brauchst du noch was? Schaltassistent, auch ein Wahnsinn. Aber brauche ich nicht sagen, weil ich schon gesagt habe, die ganzen Elektronik-Features, die so ein Superbike heutzutage haben kann, sind drinnen und funktionieren auch richtig, ja, gut. Ja. Org. Wally, jetzt hast du wahnsinnig geschwärmt. Ich kann das wirklich nachvollziehen, weil ich finde auch, das schaut unfassbar gut aus. Sie hat einen unfassbar leibenden Motor drinnen. Würdest du die nehmen? Vor dem Quartett? Und vor allem, weil es ja bei uns jetzt darum geht, wie fahrt es auf der Landstraße. Ja. Und also alles, was ich jetzt erzählt habe, da geht es um die Landstraße und da fahrt sie auch richtig gut. Wo aber tatsächlich der Motor den Strich durch die Rechnung macht, ist, wenn er unter 6000 Touren halt nichts, ja, bietet, dann, ja, bringt man das jetzt auf der Landstraße auch nur was, wenn es schön gerad und lang ist, ja, und ich wirklich immer im oberen Bereich bin. Aber das sind diese, keine Ahnung, 2000 Touren, wo die anderen schon echt weiter unten Schmalz haben, die dann zum Verhängnis werden können und die da vielleicht auch den Spaß verderben am Motorrad. Ich hätte vielleicht gerne den Jamsen-Motor, den R1-Motor in diesem Motorrad. Das wäre das Einzige, was ich tauschen, okay, würde. Ja. Wobei der Motor an sich ab 6000 Touren will ich ihn eh wieder haben. Ja, ja, nur, ja, darunter will ich einen anderen haben. Ja. Perfekt. Volli! Ich glaube, das war Weltklasse. Eine Sache noch. Weil wir sagen Landstraßentest, wir haben aber auch Rennstreckentest und das macht der Matthias Meindl, der sie am Red Bull Ring ordentlich auswindet und der wird euch erklären, wie es rennt. Das wird dann eingeschnitten, wenn es halt passt. So, schaut's aus. Super. Faule. Nehme ich aber mit, ja, sonst nimmst du dann noch mit. Nimm dann mit, ja, nimm dann mit. Und Marquez. Dennis! Jawohl. Also, Dennis, die Fireblade, wir haben ja schon ein gemeinsames Video gemacht zur Fireblade. Ja. Wir haben wirklich schon ausführlich gesprochen. Insofern, glaube ich, weiß ich jetzt eh schon, wie du das siehst. Allerdings haben wir jetzt ja einen Vergleich mit drei anderen Superbikes und diese Möglichkeit haben wir das letzte Mal nicht gehabt. Da sind wir nur die Fireblade gefahren und ich meine, es war damals eine mächtige Fahrerei, es war heute natürlich eine wahnsinnige Fahrerei, auch eine wahnsinnige Schreierei, das muss man auch dazu sagen. Jetzt müssen wir uns vielleicht diesmal ein bisschen eher drauf fokussieren, wie das im Vergleich zu den anderen siehst. Mhm. Also ich glaube, zum einen muss man halt vielleicht erstmal sagen, dass wir hier mitunter das Edelste stehen haben, was halt auch den Preis betrifft. Und ich glaube, das ist auch für einige natürlich immer eine interessante Geschichte. Aber wir haben, wie du auch schon mit Fauli gesprochen hast, finde ich, das stimmigste Gesamtpaket, ja, was die Fahrerei angeht, ja, was das Erlebnis ab 6000 Umdrehungen angeht. Aber es muss halt einem auch ganz klar bewusst sein, dass Honda hier einen Schritt gemacht hat in sportlichste und radikalste Lösung, die es gibt. Und das finde ich gut, weil davor die Modelle fand ich immer zu weichgespült, immer so ein bisschen mit, ja, dem Argument Honda handlich und passt, ja, alles, und aber hing halt immer hinterher. Und das haben wir halt jetzt nicht mehr und haben dafür halt sportlichere Variante, die eigentlich schon fast nicht mehr zu toppen ist, glaube ich. Und deswegen fährt halt längere Fahrerei auch schon anstrengend, ja, weil wegen der Sitzposition. Man hat halt wirklich, ja, wirklich viel Last, auch im Nackenbereich und halt auch in den Oberarmen bzw. in den Handgelenken. Und man hat halt untenrum auch nicht diese Leistung so wie, ja, wie bei den anderen Modellen. Ja. Und das ist natürlich auch im Landstraßenfokus im Vergleich, ja, zu den anderen Modellen, finde ich, mit der größte Schwachpunkt, den die Maschine mit sich bringt, weil eigentlich
bewegt man sich nur, wenn man Spaß haben will, im ersten und im zweiten Gang. Weil völlig ausreichend, und sonst hat man nicht die Leistung, die du eigentlich haben willst. Weil dann brauchst du auch keine Supersportler bewegen, wenn du halt auch mal mehr Leistung haben willst. Weil du musst den Motor halt nicht bei Laune halten, aber über diese Schwelle halten, damit du genügend Fahrspaß hast. Und dann ist es aber halt absolut eine Rakete. Aber wieder auch so ein kleiner Widerspruch, gerade in der jetzigen Zeit, ich krieg da ein schlechtes Gewissen, ja, wenn ich da im ersten oder zweiten Gang um die Kurven fahre und die anfängt so zu brüllen und sich brachial geil anhört. Ja. Ich bin ja eigentlich so ein Soundliebhaber, aber... Es ist halt, ja, es ist schwierig, finde ich. Es ist echt schwierig, weil ich glaube, wir haben halt für die Landstraße andere Varianten, und da bin ich echt gespannt auf Matthias Meinde seine Meinung, weil ich glaube, dass im Rennstreckenfokus diese Maschine wahrscheinlich nicht zu toppen ist. Ja? So mein Eindruck davon. Aber wie gesagt, Hut ab an Honda. Ich finde es super, ja, dass man endlich mal so ein radikales Konzept hat, was es eigentlich fix fertig zu kaufen gibt. Aber in Anbetracht des Landstraßenfokus und auch vom Preis her, habe ich da noch einen anderen Favoriten. Aber der kommt im anderen Video. Super. Dennis, großartig war's. Ich glaube, es kommt wieder der Max. Max! Icon Max. Zonko. Ja. Max, ich meine, du hast wahrscheinlich einen Kniewinkel, der ist exorbitant. Du. Es ist nicht so schlimm gewesen. Also ich habe nach dieser ersten Testberichtwelle, wo halt die Pressevorstellung war, Presseevent war, habe ich dann natürlich in vielen Berichten gelesen, oh, so spitzer Kniewinkel und so radikale Geometrie. Ja. Meine Erwartungshaltung war dementsprechend sehr schlecht, wenn man das so sagen will, und ich war positiv überrascht, nicht so wild. Also selbst als Großgewachsener findet man gut Platz drauf, speziell im Landstraßenfahrgehabe, wenn du jetzt nicht einen übertriebenen Hangoff fahren willst. Natürlich ist der Kniewinkel spitz, natürlich wird man mit einem spitzen Kniewinkel ein bisschen, ungelenker im Sattel, aber es ist immer noch so, dass ich sage, könnte ich einen Tag auf der Landstraße problemlos fahren auch, also passt gut. Relativ breite Lenker-Krückel-Position finde ich auch sehr entgegenkommend. Ist ein offener Winkel, das taugt mir sehr. Ist einfach eine moderne Ergonomie da drauf, würde ich jetzt mal so sagen. Insgesamt natürlich ein wahnsinnig schönes Motorrad. Ich bin da vorher da hinten gestanden und habe das im Sonnenlicht da betrachtet. Das schaut einfach richtig, richtig edel aus. Edel ist natürlich auch der Preis, aber edel sind auch die Komponenten, die drin sind. Alleine das Öhlins elektronische Fahrwerk der zweiten Generation, boah, das funktioniert richtig sagenhaft. Man hat da heute gar nicht irgendwie groß was herumstehen müssen. Das hat out of the box wirklich perfekt funktioniert. Es ist halt insgesamt sehr straff. Also es ist deutlich straffer wie das beispielsweise an der BMW, wo es auch sehr ausgewogen funktioniert, aber halt auf der softeren Seite ist. Und da halt entsprechend sportlicher das Ganze. Ich muss auch gestehen, es ist das erste Mal, dass ich mit der Fireblade fahre, mit der neuen, also in der SP-Variante. Die steht jetzt schon eine Zeit bei uns in der Redaktion, aber es war heute, einfach hat sich nicht ergeben gehabt, das war heute meine Premiere. Und gleich beim Losfahren habe ich mir gedacht, no, hat der Fall in den Regenmodus drin lassen. Aber es ist tatsächlich so, du kuppelst ein halt und dann fährst du 2000 Umdrehungen und legst das erste Mal das Gas an, und die Jungs haben es eh vorher erwähnt, und das kommt halt erst ab 6.500, tut sich da erst was. Das ist ein bisschen komisch im ersten Empfinden für mich gewesen. Aber ich sage mal, für das, was das Bike gebaut worden ist, sprich flottes, sportliches Landstraßenfahren, da bewegt man sich dann tendenziell ja eh über 5.000, 6.000 aufwärts. Das heißt, das wird da nicht das große Problem, auf der Rennstrecke dann sowieso nicht. Aber man merkt halt im gesamten Konzept, das ist sehr lange übersetzt, das hat halt ewig Drehzahl. Ich glaube, 14.500 dort erreicht es dann die Höchstleistung. Und ich habe natürlich versucht, bei allen ein bisschen einmal so im zweiten Gang, wo wir halt sehr viel gefahren sind, da auf der Landstraße halt auszuloten, wann fährt es im Begrenzer. Und wie weit geht es und was kommt da vor allem noch an Schub an Leistung? Und die Honda war die einzige, wo ich es nicht geschafft habe, dass ich das eigentlich ausdrehe auf der Landstraße im zweiten Gang. Du bist sowieso eigentlich mit beiden Füßen. Ich habe gerade gedacht, Max, das ist ja überall 2 Kilo. Nein, weiß ich nicht. So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Aber natürlich, als pflichtbewusster Tester schaut man halt, was geht und was nachher. Bravo, Max! Kommt, ja. Aber insgesamt sehr harmonisches Paket, sehr, sehr sportlich. Und wirklich einmal ein großer Wurf, weil die letzte Fireblade, muss ich ganz offen sagen, das war kein Bike, das hat mich nicht abgeholt. Das war ein bisschen emotionslos, das war auch nicht scharf genug für meinen Geschmack. Und da jetzt dann wirklich ein tolles Gesamtpaket. Ich habe überraschenderweise auch für meine Füße, das ist auch oft ein Problem mit den 46er, habe ich genug Platz gehabt auch für den Hangoff. Aber wie gesagt, durch den sehr spitzen Kniewinkel habe ich es da auf der Landstraße, ich bin es nicht am Knie unten gefahren eigentlich, weil ich nicht runterkomme, weil ich da ein bisschen ungelenk bin. Auf der Rennstrecke fährt man natürlich um einiges mehr Schräglage. Da ist dann sicherlich kein Problem, dass man klapp, klapp von links auf rechts aufs Knie legt. Und somit passt es. Ich weiß nicht, ob ihr es angesprochen habt, ein bisschen eigenwillig war auch beim ersten Aufsteigen.
einerseits der Funkschlüssel und zum anderen, es gibt keinen Taster im klassischen Sinne, sondern man muss da quasi auf die linke Seite bei der Verkleidung reingreifen, um das Ding auf einzuschalten. Ja. Und das war ein bisschen ungewohnt. Das ist so ein Insider-Schmäh. Ja, wollte ich jetzt noch erwähnen. Was ist vielleicht noch erwähnenswert? Zwei Dinge. Einerseits für mich gemeinsam mit der Aprilia die beste Bremse im Paket. Knackiger Trunkpunkt, wirklich ein tolles Gefühl dafür, was macht das Vorderrad, wie bin ich mit dem Bremsdruck da benannt, kann man wirklich sauber sportlich reinbremsen. Und zum anderen für mich die Referenzklasse hier in Sachen Schaltautomat, boah, also das ist wirklich was Besseres, bin ich noch nicht gefahren, egal welche Motorradklasse, der Schaltautomat da drauf, das hat mir heute richtig taugt, so stellt man sich das vor und ich wünsche mir, dass das hoffentlich bald einmal alle so machen. Und wenn ich noch einen Wunsch ans Christkind äußern dürfte, das Chassis, die Optik, alles von der Honda, mit dem Motor vielleicht von der Aprilia, also so ein V-Motor ist halt trotzdem emotional nochmal ein bisschen was, was dem Konzept vielleicht noch gut tun würde, aber ansonsten natürlich auch das Aggregat mit 217 PS, eine echte Rakete und das funktioniert natürlich auch sehr, sehr gut und gibt's nicht viel zu meckern, aber das wäre halt mein Wunsch ans Christkind. Max, ein Traum! Zonko. Max, danke. Ich danke dir sehr, großartig! Matthias! Hallo, Zonko! Matthias Meindl! Große Freude. Du, Matthias, wir sind mit dir auf der Landstraße gefahren, haben eine großartige Zeit gehabt auf der Landstraße, muss ich dazu sagen. Uns ist allerdings aufgefallen, nach unten um ein Dom, das auf der Landstraße brauchen, hat es ein bisschen wenig, ein orgiastischer Sound, wenn es oben ins Bandl reinkommt. Gefallen tut es uns allen wahnsinnig gut. Wir haben das Gefühl, das ist echtes Hightech und endlich hat Honda einmal eine richtig scharfe Granaten rausgesetzt. Aber Honda sagt ja, die Maschine ist in Wirklichkeit also primär für die Rennstrecken entwickelt worden. Du fährst auf der Rennstrecke, du kannst es beurteilen. Wie ist der gegangen mit der Fireblade? Ja, das war tatsächlich mein allererstes Mal jetzt mit der Fireblade und ich war sehr positiv überrascht, wirklich sehr emotional positiv überrascht. Ja, wie du schon sagst, das ist für die Rennstrecke konzipiert und auch der Motor ist lediglich meiner Meinung nach auch für die Rennstrecke konzipiert, weil natürlich nur obenrum da Leistung da ist und dann auch dementsprechend viel. Das ist abartig, wie das dann oben rausgeht. Aber genau das will ja Rennstreckenfahrer. Und was ich dabei herausgefunden habe, jetzt einmal allein von der Motorcharakteristik her, das Motorrad hilft einem dabei, dass man das Motorrad, man sagt im Jargon, nicht absticht. Also quasi nicht am Scheitelpunkt zu stark abbremst, sondern man wird schon daran erinnert, ja scheiße, ich darf das quasi nicht zu weit in der Drehzahl nach unten fallen lassen, ich muss in den Drehzahlbandel bleiben. Und das bringt einem dazu, schon früher wieder die Bremse loszulassen und extrem früh ans Gas zu gehen, was einem im Endeffekt dazu anspornt, früh Gas zu geben und die Drehzahl oben zu halten. Und dann passt der Anschluss perfekt. Den muss man aber treffen. Man muss genau in dem Drehzahlband drin sein, wo das Ding Leistung hat, ist ein bisschen schwieriger zu fahren. Aber meiner Meinung nach jetzt allein von der Motorcharakteristik her ein irrsinniges Potenzial, um richtig schnell zu werden damit. Okay, gut. Was die, Matthias, das habe ich. Das Einzige vielleicht, das möchte ich jetzt noch konkretisieren. Wo ist das Drehzahlbandel? Über 10? Ja, also, ja, also 9.000, 10.000 Umdrehungen braucht sie schon am Scheitelpunkt. Ja, das braucht sie, ja. Aber das heißt, das muss da, wenn das hat das Potenzial, schnell zu fahren, aber du musst es präzise fahren. Ja, du musst es präzise fahren und du musst dich damit ein bisschen adaptieren. Das heißt, vor allem, sie ist auch dementsprechend lang angehängt. Jetzt, wenn wir den Vergleich mit der BMW machen, da wo es früh im dritten Gang fahren ist, musst du im zweiten fahren oder auch im ersten runterschalten, was insofern eigentlich irrsinnig unharmonisch sich anhört. Über null drüber schalten mag ich eigentlich gar nicht. Witzigerweise funktioniert das da ganz gut. Also haben die das schon ein bisschen mitbedacht, wahrscheinlich, dass man da an ein paar Ecken auf eins runterschalten muss. Und das geht sehr gut. Und man muss sich einfach daran ein bisschen anpassen. Wenn man das aber Kraft hat, dann kann man dieses Potenzial erst ausschöpfen quasi. Sie haben sich ja Gedanken darum gemacht, warum das Motorrad oben raus nur geht und oben raus so viel Drehzahl hat. Und das ist ja in der Natur der Sache von dem Motor, diesen extremen Kurzhubmotor, der geht auch nur oben raus. Und das ist natürlich, das ist reiner Rennsport. Das ist konzipiert am Rennsport. Du, Matthias, so wie du das jetzt beschrieben hast, das mit dem Scheitel und dass du ja schauen musst, dass du nicht abstichst, dass du immer im Bandel haltest und so einfach. Das heißt aber, wenn dir das gelingt bei dieser Granate, dann ist die Geometrie und das Fahrwerk, das ist gelungen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Pluspunkte an dem Motorrad, ist die Balance. Also man sagt, ich will zum Beispiel am Scheitelpunkt mit Cornerbereich, wo ich ein absolut ausbalanciertes Motorrad haben. Also ich will jetzt keine 70-30 Verteilung, ich will keine 60-40, sondern ich will eine 54, ne? Also ich will vorne 54% haben und das aber konstant. Das heißt, ich will nicht am Scheitelpunkt, vor allem, desto langsamer bin, umso länger dauert der Scheitelpunkt. Und da ist eins, was viele Motorräder machen, sie pitchen hin und her, sie pitchen zwischen hinten und vorn. Und in dem Moment, wenn ein Motorrad hinten einfedert und vorn ausfedert,
richtet er sie auf und wenn es vorn wieder reingeht und hinten rausgeht, legt er sie wieder ein. Das heißt, beim Pitchen fängt es automatisch an, sich in der Schräglage zu verändern, somit es lenkt. Und das ist das, was er in der Maximalschräglage am Scheitelpunkt nicht will. Und da ist die Honda irrsinnig gut ausbalanciert und gibt einem so viel Ruhe und dementsprechend wächst auch das Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen brauche ich, um auf der Rennstrecke schnell Motorrad fahren zu können, um tief in die Schräglagen hineinzubremsen, um früh wieder ans Gas zu gehen. Und das in Kombination ist sehr gut gelungen. Du, uns ist aufgefallen draußen auf der Straße, dass wir sind mit dieser Bremserei irrsinnig gut zurechtkommen. Diese Feierblitz von Honda, seit es dieses Supersport-ABS, wie das gebracht haben, haben sie nicht immer einen extrem leibenden Druckpunkt gehabt. Jetzt bei der ist es so, dass man sich denkt, Alter, das ist eine wahnsinnig tolle Bremse. Auf der Rennstrecke trennt sich natürlich immer die Spreu vom Weizen. Ist diese Bremse rennstreckentauglich? Ja, wir haben natürlich hier jetzt am Red Bull Ring, muss man dazu sagen, eigentlich den besten Testring für die Bremse. Und die Honda hat, was die Bremse anbelangt, auch am allerbesten abgeschnitten. Okay. Ja, das ist wirklich so. Also die Bremse ist wirklich enorm gut. Natürlich, wenn man da jetzt halt 8 fliegende Runden fährt und wir sind jetzt auch nicht gerade langsam gefahren, dann merkst du schon, dass der Druckpunkt ein bisschen wandert. Er wandert. Aber es ist nicht so, dass ich sage, das wird mir jetzt gefährlich oder das ist jetzt halt zu weit. Ne? Aber es ist absolut im Rahmen und wir haben da heute auch 30 Grad, glaube ich, gehabt oder knapp an 30 Grad. Und wenn das am Red Bull Ring standhaft ist und wir reden hier von einem Serienmotorrad, das aus der Schachtel kommt, ja, ja. Ne? Also da ist ja nichts verändert, dann ist das schon auf jeden Fall auch rennstreckentauglich. Ja? Okay. Ja, aber das heißt, Matthias, jetzt kenne ich dich schon ein bisschen und ich weiß schon ungefähr, wie man das einzuordnen hat. Das heißt aber, bei die Viere ist die Honda weit vorn. Tatsächlicherweise ist für mich jetzt die Honda, also... Ja, man muss fast sagen, verblüffenderweise. Ich habe mir natürlich nicht viel erwartet. Ein Motorrad, das man nicht kennt, da gestern mal ganz, ganz leger ran und ich war so positiv überrascht, dass das für mich absoluter Platz 1 ist. Absoluter Platz 1? Ja, leider ist wirklich, also nicht leider, aber es ist überraschenderweise so. Ich bin total vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Matthias, ich danke dir sehr. Danke. Großartig, gell? Ciao. Also die Fireblade hat uns alle wirklich begeistert. Sie hat uns auch alle akustisch ordentlich mitgenommen und ich selber, mir geht es wie den Burschen, ich bin einfach nur hin und weg, was das für ein göttliches Motorradl ist. Und ich finde, man kann es auf der Landstraße wirklich gut fahren, wobei, jetzt gerade wenn du also so einen wahnsinnig starken Vergleich hast, unterhalb von 6000, also wenn du so enge Kehren fahren musst, da haben die anderen einfach mehr Schmalz. Aber dafür, wenn du dann in Drehzahlbereiche vorstoßt, in würdige Drehzahlbereiche, dann spürt es wirklich ab. Und das Ferrari-Kapperl ist jetzt fast eingegangen. Das ist ein Wahnsinn. Also, das Ferrari-Kapperl ist fast eingegangen und ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das Ferrari-Kapperl kehrt dem Zechbrillmeister. Ciao, Papa, grüß euch, ciao. Das dürft ihr nicht machen, dass hinter der Kamera eingehst. Wie sollst du motiviert sein, wenn das Publikum eingeht?